Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und ich werde heute einen Blick in die Karten für dich werfen. Es ist eine allgemeine Legung, das bedeutet, du hörst sie dir an und schaust selbst, ob du mit ihr in Resonanz gehst. Wenn die Antwort darauf ja ist, zeigt das einfach, dass die Legung dich gefunden hat. Meine Legungen sind auch nicht geschlechterspezifisch, auch wenn sie immer aus der Sicht einer Frau gemacht sind. Es liegt einfach daran, dass die meisten zu sehr Frauen sind. Sie gelten aber für jedes Geschlecht und man kann das Geschlecht einfach auf seine Situation ummünzen. Wir starten auch schon los. Was haben wir hier? Wir haben das Gericht, wir haben den Tod und wir haben den Gehängten. Es geht um jemanden in deiner Nähe, jemanden in deinem Umfeld. Diese Person hat wirklich ein starkes Interesse an dir. Wir haben hier aber auch jemanden, der sein wahres Gesicht nicht immer gleich zeigt. Dieser Mensch ist, was die Persönlichkeit betrifft, nach außen hin immer ein bisschen anders als innerlich. Das bedeutet, wir haben hier jemanden, der nach außen hin vielleicht eher wirkt wie jemand, dem wichtig ist, was andere denken. Der mag höflich sein, der mag sich manchmal zu benehmen wissen, aber wenn man ihn besser kennenlernt, merkt man, dass das alles eine Art Fassade ist. Und hier haben wir eine Persönlichkeit, die eigentlich genau das Gegenteil ist. Und diese Persönlichkeit ist sehr, sehr selbstbewusst, sehr, sehr feurig und ja, man mag fast schon sagen, hinter der Fassade verbirgt sich auch jemand, der sehr herrisch ist. Was ist das, was er da in Bezug auf dich empfindet? Wir haben hier die Mäßigkeit, die Königin der Münzen und die Gerechtigkeit. Der begehrt dich. Ja, der begehrt dich körperlich, das muss man ganz klar sagen. In erster Linie hat dieser Mensch ein körperliches Interesse an dir und das ist eigentlich das, was er von dir möchte. Es könnte sein, dass du weißt, um wen es sich handelt, aber es könnte auch sein, dass du nicht weißt, um wen es sich handelt und es jemand ist, von dem du es vielleicht gar nicht erwartest, der sich einfach gut verstellt, muss man sagen. Aber hier ist ganz klar, ein Mensch will dich haben. Ja, der hat ein Feuer in sich brennen und der hat wirklich auch lustvolle Gedanken in Bezug auf dich, das muss man sagen. Und du solltest dir überlegen, wer das sein könnte, falls du es noch nicht weißt. Du wirst aber auch merken in nächster Zeit, dass dieser Mensch versuchen wird, sich dir anzunähern. Aber, bitte, hier ist auch Vorsicht gefragt, der wird nicht gleich direkt zeigen, was er möchte. Das heißt, er wird etwas scheinheilig herkommen, etwas indirekt und du wirst nicht ganz klar wissen, gut, der will jetzt das und das von mir. Schauen wir weiter. König der Schwerter. Sechs der Schwerter. Zwei der Münzen. Es sind tatsächlich wirklich auch dunkle Gelüste, die er in Bezug auf dich hat. Das heißt, der hat da auch öfters ein Kopfkino in Bezug auf dich. Und sowas muss auch gesagt werden bei einer Legung, wenn man so etwas sieht. Er ist aber etwas unsicher. Er weiß nicht so richtig, wie er dir näher kommen soll. Er weiß nicht so richtig, wie er ja, dir kommunizieren soll, was er möchte, was er empfindet, was er von dir will. Sehr, sehr interessant, aber wir haben hier wirklich eine Persönlichkeit, wo wir
noch mehr Karten brauchen. Wir werden uns dann später auch noch anschauen, ob ich vielleicht auch ein paar körperliche Merkmale sehen kann, damit du vielleicht daran auch erkennen kannst, um wen es sich handelt. Wir haben hier die 8 der Münzen. Wir haben die 8 der Schwerter. Und wir haben die 6 der Münzen. Was ich dir sagen kann, ist, dass dieser Mensch aber auch jemand ist, der oftmals ein feuriges Interesse hat, was wirklich feurig aufflammt, das dann aber auch wieder schnell nachlassen kann. Das kann auch von einem Moment auf den anderen wieder weg sein. Und ich versuche jetzt auch gerade zu ergründen, ob dieser Mensch nur ein körperliches Interesse an dir hat oder ob er auch mehr möchte. Das muss man nämlich immer herausfinden. Bis jetzt ist es mir noch nicht ganz klar, aber momentan sehe ich im Fokus eben dieses körperliche Interesse. Ein Mensch, der zwar nicht immer weiß, wie er die Sache angehen soll, das heißt, er weiß nicht immer, wie er jetzt wirklich auf dich zukommen soll. Wir haben hier auch Angst vor Ablehnung, das muss man sagen, Angst vor Ablehnung oder einfach Angst, nicht das zu bekommen, was er möchte. Der hat nämlich auch eine Art Stolz. Das heißt, wenn sich der was in den Kopf gesetzt hat, möchte er das haben. Jemand, der nicht wirklich gut mit Ablehnung umgehen kann. Das muss man hier auch ganz klar sagen. Schauen wir weiter. Natürlich, wenn dich meine Legungen interessieren, wenn sie dir gefallen, aktiviere unter dem Video gerne die Benachrichtigungsglocke. Wirst du auch keine weitere Legung mehr von mir verpassen. Die 5 der Münzen, Ritter der Kelche und die 5 der Stäbe. Ich muss dir sagen, dass dieser Mensch hauptsächlich körperliches Interesse an dir hat. Also das hier ist niemand, mit dem du eine glückliche, langfristige Beziehung führen kannst. Das ist jemand, der sich nicht binden möchte. Das muss ich dir auch ganz klar sagen. Dieser Mensch versucht es vielleicht manchmal, er hatte sicherlich auch schon Bindungen und ja, er lässt sich vielleicht binden, aber nicht lange. Der verschwindet dann auch schnell wieder. Der ist dann auch schnell wieder weg. Und das ist alles ein bisschen wie ein Feuer eben, wie ein Feuer. Du weißt ja, wie das ist mit dem Feuer. Das Feuer brennt, das Feuer ist heiß, lichterloh, das Feuer ist mächtig. Aber, wenn das Feuer erlischt, dann ja, bleibt nur Asche zurück. Und das Feuer neu zu entfachen, ist nicht immer wirklich einfach. Und du weißt ja, wie das ist mit einer Flamme, gerade bei einem Feuer, die zuckt immer herum, die ist unbeständig. Und diese Unbeständigkeit ist das, wo du dich auch nicht wirklich darauf verlassen kannst, dass dieser Mensch immer die Wahrheit sagt. Der würde dir alles erzählen, um zu bekommen, was er möchte. Es muss dir klar sein, der erzählt dir alles. Der scheut sich nicht davor zu lügen. Davor hat er keine Scheu. Der wird dir alles sagen, um ans Ziel zu kommen. Und er hat sich momentan wirklich dich in den Kopf gesetzt. Er muss sich nur noch überlegen, wie er sich dir annähern kann. Das heißt, sei darauf gefasst, er kann dir auch vermitteln, dass er mehr von dir möchte. Der kann auch einfühlsam sein, der kann auch auf dich eingehen. Aber, er tut es nicht, weil er es wirklich möchte, weil er das wirklich empfindet. Er tut es, weil er ans Ziel kommen möchte. Er geht nämlich davon aus, dass du nur etwas Ernstes möchtest. Das heißt, der denkt, du willst nichts Lockeres, du möchtest etwas Ernstes, aber er ist niemand, der etwas Ernstes möchte. Und es könnte sein, dass du diesen Menschen
Also ich habe schon gesagt, er ist in deiner Nähe, er ist in deinem Umfeld. Und wo genau ist der? Könnte, na, hier brauche ich noch ein paar Karten. Wo genau ist dieser Mensch? Vier der Kelche, neun der Münzen und der Narr. Es könnte sein, dass du mit diesem Mensch in Kontakt bist. Das heißt, dass du auch wirklich mit dem ab und zu redest oder mit ihm schreibst, einfach irgendwie Kontakt hast. Aber es könnte auch sein, dass der dich einfach nur vom Sehen her kennt oder wenig mit dir zu tun hat. Zum Beispiel bei der Arbeit ein Arbeitskollege oder auf irgendein Hobby bezogen oder auch irgendwer, den du öfter siehst. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst und da schaut dich immer wer an, da schaut dich immer diese eine Person an, die du öfter siehst, dann könnte es auch der sein. Das ist aber niemand, der dich erst einmal gesehen hat. Das heißt, das ist niemand, den du einmal irgendwo gesehen hast. Du hattest kurz Blickkontakt und den hast du dann nie wieder gesehen. Und der ist jetzt der, der dich begehrt, würde dann auch eigentlich auch wenig Sinn machen, weil wenn du jemanden nur einmal für kurze Zeit siehst und dann nicht mehr, dann ja, bringt das leider nicht allzu viel. Und um so jemanden geht es ja auch nicht. Das heißt, jemanden, den du nur einmal kurz gesehen hast und sonst keine Bezugspunkte mehr zu diesem Menschen hattest, den kannst du hier ausschließen. Um den geht es hier auf jeden Fall nicht. Legen wir noch ein paar Karten auf das, was sich dieser Mensch als nächstes in den Kopf setzen wird. Was wird sein Plan sein? Und dann schauen wir uns an, ob ich eben auch körperliche Merkmale liefern kann. Sieben der Kelche, Hohepriesterin, drei der Kelche. Ja, tatsächlich, was interessant ist, ist, dass der wirklich den Fokus auf dir hat. Ich sehe, dass es hier noch andere Frauen gab in letzter Zeit oder andere Frauen gibt oder eben Männer, je nachdem, die er interessant fand, die ihn interessant fanden, wo er Kontakt mit denen hatte oder immer noch hat, aber er das Interesse verloren hat. Also im Fokus hat er wirklich dich, wie eben eine Hohepriesterin. Das heißt, du bist unterbewusst bei dem auf einer Art hohem Podest und er möchte dich jetzt haben. Das heißt, er hat den Fokus auf dir. Er hat den Fokus auf dir. Und ich sehe, dass sich der aber auch einbildet, dass du etwas von ihm möchtest, nur fehlt ihm die Gewissheit. Das heißt, er hat den Eindruck, du willst was von ihm, unabhängig davon, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Aber er zweifelt daran. Er zweifelt daran. Und du weißt ja, wie das ist. Manchmal sehen sich zwei Menschen, vielleicht, das hattest du sicher auch schon mal, du hast irgendwen gesehen, den du attraktiv fandest, egal wo das jetzt war, ob das irgendwo bei der Arbeit war, im Supermarkt, auf der Straße, hast die Person angesehen und warst dir nicht ganz sicher, ob die Person auch was von dir wollte. Und das haben sehr, sehr viele Menschen. Und dieses Gefühl hat er. Und ich kann dir sagen, jeder hat das, glaube ich, öfters mal im Leben. Und was ist der beste Weg, um das herauszufinden? Man geht hin, macht den Mund auf und schaut, was passiert. Nur macht das keiner. Die Leute zerbrechen sich dann lieber ewig lang den Kopf drüber, ob da jetzt was war oder ob da nichts war, anstatt dass sie für 2 Minuten den Mut zusammennehmen und zu dieser Person gehen und einfach was sagen. Wenn sie richtig lagen, dann gratuliere, dann haben sie gewonnen. Und wenn sie es sich eingebildet haben, dann ist es auch nicht schlimm. Dann hat man Gewissheit und die Person wird einen auch schnell vergessen haben und man vergisst die Person. Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach immer nur darüber nachzudenken und nichts zu tun. Weil so bist du immer in einer Art unnötiger, in Gedanken verlierender Situation, die nicht sein müsste. Jetzt aber wieder zu diesem Menschen, der hat eben sowas.
Und der ist jemand, der möchte Gewissheit haben, weil er eben Angst davor hat, dass er, wenn er auf dich zukommt und vielleicht sogar seine wahren Ziele kommuniziert, was er nicht machen wird, dadurch abgelehnt wird. Und das ist etwas, was er nicht möchte. Da versucht er lieber mehr Gewissheit zu haben und dann irgendwie indirekt an dich heranzukommen. Jetzt aber zu optischen Merkmalen. Schauen wir mal, fünfter Kelche. Zehn der Münzen und die Sonne. Wir haben hier jemanden, der entweder sehr, sehr dunkle Augen hat, das heißt braun, sehr, sehr dunkel oder sehr, sehr helle. Stechend blau oder eben stechend grün, aber es ist nichts in der Mitte, wo man sagen kann, die Augen sind vielleicht so grau oder haben eher so ein dunkleres, mittelgrünes Grün. Nein, es sind wirklich entweder dunkelbraune, sehr, sehr dunkle oder ganz, ganz helle, stechend helle Augen. Wir haben hier auch jemanden, der recht groß ist. Das heißt, es ist hier kein kleiner Mensch, um den es geht. Es geht hier um einen eher größeren Menschen. Dieser Mensch hat auch einen Blick. Und das ist was, worauf du achten kannst. Also, wenn dich dieser Mensch ansieht, wirst du in seinem Blick etwas merken. Da liegt irgendetwas, was dir zeigt, der will was von dir. Manchmal ist es so, dass Menschen, wenn sie etwas von wem wollen, dass wenn sie jemanden begehren, eine Art gierigen Blick haben. Diese Person hat einen gierigen Blick. Dann haben wir hier noch entweder, das ist interessant, braune Haare, graue Haare oder eine Glatze. Eins von diesen dreien ist es auch ganz klar. Legen wir noch ein paar Karten dazu. Acht der Stäbe, Königin der Stäbe und der Wagen. Wenn du mit diesem Menschen zusammen bist, im selben Raum, du merkst, und du wirst es auch merken, wenn der mal auf dich zukommt, da ist irgendetwas an dieser Person, was dich misstrauisch macht. Etwas, was dir zu denken gibt, wo du nicht so richtig sagen kannst, was dich stört. Etwas wird dich stören, du wirst es aber nicht in Worte fassen können. Etwas wird dich zweifeln lassen, du wirst aber nicht wissen, was es ist. Und oftmals ist es so, dass das etwas zu bedeuten hat. Das heißt, dass man da sozusagen unterbewusst begründete Zweifel hat. Viele Menschen haben das aber auch. Das ist mir auch schon aufgefallen im Leben und bei Kartenlegungen, dass sie unbegründet misstrauisch sind. Das liegt oft daran, dass man in der Vergangenheit eben Enttäuschungen erfahren hat oder einfach so ein misstrauischer Mensch ist. Weil man eben, und das hat eigentlich immer mit dem bisherigen Leben zu tun, weil, denk mal drüber nach, wenn man noch sehr, sehr jung ist, ist man ja eher wenig misstrauisch. Also da ist man ja viel risikobereiter und man misstraut nicht sofort jedem. Da ist es das andere Extrem, man ist da vielleicht zu wenig misstrauisch. Und dann, was im Laufe des Lebens passiert, ist, dass man oft zu misstrauisch wird. Das war's jetzt aber auch mit der Legung. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.